Hallo Welt, da sind wir wieder. Ich wollte die Kamera gar nicht nehmen, die den Fotoapparat. Oh, Boomer wurde angeschossen. Boomer! Ja, entdeckt haben sie uns. Warum haben die hier so viele Türme? Die anderen Sekten Außenposten hatten immer nur zwei Türme. Und die haben hier vier oder fünf Türme. Da oben ist immer noch einer drauf. Wir brauchen einen Hubschrauber. Vorsicht, wir stehen hier mitten auf der Straße. Ohne Warnblink und so. Warnblinkanlage anmachen, naja. Ja, wir müssen irgendwie ein bisschen höher. Und gucken, dass wir vielleicht auch noch irgendwie den Alarmturm auf dem Dach ausschalten. Da sind noch zwei Türme. Den da unten, den haben wir doch. Oh, von welcher Seite könnten wir den ausschalten? Nur von da drüben wahrscheinlich. Ich dachte, den hätten wir schon. Also können wir da drüben hin. Da waren wir doch schon. Und da konnten wir den nicht sehen. Okay, Fernglas und wir markieren uns das da. Da ist er. Und ich denke mal, wenn wir... Boah, hier so ungefähr. Wenn wir da so sind. Wegpunkt. Okay, wenn wir da so ungefähr sind, sollten wir hier freie Schussbahn haben auf diesen... Hoffe ich, aber vielleicht treffen wir den auch von hier noch. Ach Quark, nein. Da doch. Die werden ja wohl nicht repariert, oder? Das kommt mir beinahe so vor, als hätten die die zwischenzeitlich wieder repariert. Das sind aber auch viele hier. Oh, schwer zu sagen, vielleicht treffen wir ihn ja von hier. Sieht fast danach aus. Nein, haben wir nicht. Wir haben irgendwas getroffen, aber...
wir kriegen den schon. Ja, fast von hier. Ich sehe das gelbe Ding nicht. Können wir nicht auf den Baum klettern hier? Geht nicht. Aus dem Gebüsch da vorne vielleicht? Ja, komm, wir versuchen es mal. Keiner sieht uns. Ja, geschafft. Er sieht mich. Oh, sowas haben die da auch. Der Baum wird uns schützen. So, Ruhe. F5? F5 geht nicht. Ach so. Luft anhalten. Die drei Manneken, die kriegen wir doch auch noch. Was war das hier? Ah, ist voll.
Was für eine Aktion. Das finde ich wieder nett. Oh, wir können endlich was einkaufen. Moment, wir sollten, bevor wir jetzt einkaufen gehen, endlich mal vielleicht ein paar Punkte verteilen anders. Oh, hört das Wort. Der Pfad nach Eden steht all jenen offen, die Fate folgen und den rechten Glauben haben. Schließt euch ihrer Priesterin an diesem Schrein an, um Josephs Wort zu hören. Gemeinsam werden wir in den Garten zurückkehren. Hast du ihre Gesichter gesehen? Mann, das ist auf der Pilgerreise? Oh, das musst du sehen. Wie die Sünde aus ihren Köpfen entweicht und ihre Gesichter friedlich erschlaffen. Wie ihnen die Eitelkeit vom Kopf geschoren und das Böse von den Lippen genommen wird, damit sie nie wieder ein sündiges oder überhaupt irgendein Wort sprechen können. Das gibt mir Kraft. Mit jedem Glockenschlag. Krass, ich kann eigene Level erstellen. Ja, wir gucken mal auf die Karte und entfernen hier die Markierung, die brauchen wir ja nicht mehr. Wunderbar. Klatsch Nixon, der ist ja überall hier. Na toll. Ja, einen Punkt wollten wir wenigstens vergeben, wenn es möglich ist. Ich bin nicht wirklich ein Fan davon. Es gibt Schalen, die ganz neue Bedeutung. Na, Hundi? Och, ja, ist doch ganz wir gemütlich hier. Wir hätten den Posten fast verloren. Danke dir. Hast du Faith singen hören? So kriegt sie dich. Deswegen die Sirene. Ich verstehe schon. Ich könnte das Spiel den ganzen Tag spielen. Auch hier sind die WCs wieder verschlossen. Da waren wir gerade, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, die brauen ihr eigenes Bier. Cool. Oh, wie schön. Eigenes Bier brauen, jetzt auch mit Kohlensäure. Die restlichen Cougars können jetzt übernehmen. Faith ist eine meisterhafte Manipulatorin. Sie bringt jeden dazu, den besten Freund zu verraten. Mhm. Alle hier, das Beste, was man für einen Angel tun kann, ist ihn zu töten. Gott weiß, er hat genug durchgemacht. Da oben gibt es aber noch eine Etage. Passiert zum Glück nicht oft. Und das Lager. Ja, da haben wir doch gleich noch etwas gefunden. Das Finey-Haus, aber ich denke, da waren wir doch schon. Ich liebe dieses Leben. It's not the need to say. Wenn ich heute nicht im Kampf falle, versuche ich es morgen wieder. Hier kann man sich aber auch verlaufen, wenn man nicht öfter hier ist. Na? Da ist noch irgendetwas. Das Spiel ist grandios. Du kannst mit deinen Freunden spielen. Irgendwie unten?
Da sehe ich doch noch einen Punkt. Ich kann eigene Level erstellen. Oh, wie schön. Dann gibt es hier so eine Art... ein Safe. Ich sehe schon. Den haben sie aber gut versteckt da hinten. Das ist fantastisch. Ha! Geld. Molotows. Und ja, dann machen wir uns das hier noch auf. Sonst noch irgendetwas? Eine Notiz? Etwas zu lesen für uns? Oh. Na, endlich. Es wird auch wieder Tag. Alles wird gut. Wer hat hier geparkt? Dann lassen wir es so. Hey, wer hat uns da entdeckt? Passiert hier noch irgendetwas? Ja, liebe Welt da draußen, dann schauen wir noch einmal in unsere Punkte, ob wir da noch was vergeben können. Ja, da können wir was vergeben jetzt. Mal sehen. Schwarzmarkt? Ja, genau, Schwarzmarkt. Fernzündungs- und Annäherung, Sprengstoffe, Molotow-Cocktails, Rohrbomben, Haft-Upgrades und Spezialmunition können nun in Läden erworben werden. Wobei ich mich ein bisschen ziere davor. Aber 6 Punkte. Und das ist hier die Kategorie Überleben, ja? Dann hätten wir das voll. Ja, komm, das nehmen wir jetzt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wollen wir auch gesünder werden? Vielleicht noch nicht. Was ist das hier? Fahrzeugstopper. Ach, wie teuer? 7 Punkte. Na gut. Kugeln fügen Fahrzeugen mehr Schaden zu. Klappt am besten mit panzerbrechender Munition. Funktioniert auch in der Arkade natürlich. Dann haben wir hier noch den Waffenprofi. Schnelleres Nachladen wäre super. Zielen und Wechseln von MPs und Schrotflinten. Nö, brauchen wir nicht. Mehr Stabilität, weniger Streuung. Das hier ist, glaube ich, noch interessant. Autoreparatur. Alle von dir benutzten Fahrzeuge reparieren sich von allein. Schwergewichtsmeister. Schnelleres Nachladen, Zielen und Wechseln von LMGs, Werfern und Flammenwerfern. Stabilität erhöht, Streuung verringert. Ah, Moment mal. Flinke Finger. Herstellung, Sabotage, Sprengfallen, Alarm, Manipulation und Safe-Knacken werden beschleunigt. Und das ist gar nicht so teuer. Ja, wobei, Moment mal. Sabotage? Ach so, das... Ja, wir kommen ja sowieso nie an die Türme ran. Jetzt wissen wir ja, dass wir sie auch mit dem Sniper ausschalten können. Können wir denn nicht irgendwas machen, damit der Sniper schneller wird? Ich frage das jedes Mal, wenn wir hier reingucken. Da ist jetzt nicht wirklich irgendwas Interessantes dabei. Ja, diese Autoreparatur, was ist das? Saboteur, ach so. Nähere dich Motorhauben und halte E, um Autos anzuzünden. Nach 10 Sekunden explodieren sie. Funktioniert auch in der Arkade, ja.
Schwarzmarkt haben wir jetzt erstmal. Soll das nicht reichen? Na komm, wir nehmen dieses Autoreparatur. 6 Punkte kostet das. Und was war das andere? Was war das denn gerade, was ich sagte? Wo ist das denn? Ja, sag doch mal, wo ist das denn? Schnell. Ach hier. Ja, dann nehmen wir diese beiden hier noch. Oh, Moment, wie teuer ist das? Ja, gut. Also Saboteur auch noch, ja? Kann ja nicht schaden, Autos in die Luft zu sprengen. Macht bestimmt Spaß. Na komm, und Fahrzeugstopper auch noch. Dann halten wir uns aber zurück. Was ist das denn hier? Sprengfalle. Nähere dich am Motorhauben und halte Steuerung, damit das Fahrzeug bei der nächsten Kollision explodiert. Ach so, da können wir noch andere Sachen freischalten. Nett. Ja, okay, Fahrzeugstopper nehmen wir auch. Kugeln fügen Fahrzeugen mehr Schaden zu. Klappt am besten mit panzerbrechender Munition. Ja, da müssen wir erstmal ausloten, was die sonst noch so kann. So, jetzt reicht's aber. Da haben wir unsere ganzen Punkte jetzt schon wieder verbraucht. Ich wollte die eigentlich sammeln, schön. Aber egal. Wird schon Sinn machen. Oh, ja, in der nächsten Folge werden wir das dann mal austesten, was wir jetzt alles so kaufen können. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.